Grüßt euch Gott bei Mimi und Wessi. Ich möchte alle Neuen begrüßen, die unseren Kanal besuchen und natürlich unseren ja ganz treuen Zuschauern, die uns regelmäßig besuchen. Heute mache ich mit euch einen schokoladigen Erdbeerkuchen. Muttertag steht vor der Tür, Erdbeerzeit ist also die Gelegenheit, diesen Kuchen zu zeigen. Als allererster bereiten wir einen Rührteig zu, indem wir unsere 200 Gramm Zucker mit unseren drei ganzen Eiern schaumig schlagen. Dann geben wir 250 Gramm Butter hinzu, schlagen das auch schaumig. Dann kommt die Buttermilch dazu. Da brauchen wir 500 Gramm und anschließend geben wir unsere 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver und drei Esslöffel Backkakao dazu. Das schlagen wir alles zum Rührteig und geben das auf ein Blech, das circa so 40 bis 30 cm misst. Dann fangen wir doch gleich mal an. In der Zwischenzeit, in dem unser Kuchenboden bäckt, bereiten wir die Erdbeeren vor. Die waschen wir und befreien sie von dem Grün. Ihr könnt dann selber entscheiden, in welcher Form, dass ihr die auflegt, ob ihr sie im Ganzen auflegt, ob ihr sie halbiert oder viertelt. Das bleibt dann euch überlassen. Nachdem dann die Erdbeeren gewaschen sind, nehme ich ein Schneidäufelchen, so sagen wir zu den kleinen Messer, und gehe einfach hier unten in den Strunk rein und hebe das so raus. Wenn ihr die Erdbeeren wascht, müsst ihr die natürlich wieder gut mit einem saugfähigen Tuch abtrocknen. Nachdem wir unseren Boden gebacken haben, lassen wir den selbstverständlich auskühlen und kommen zu unserer Stracciatella Creme. Da nehmen wir jetzt 500 Gramm Mascarpone, 400 Gramm oder Milliliter Schlagsahne, 2 Päckchen Sahne steif, 2 Vanillezucker, 50 Gramm Zucker und 200 Gramm Schokoraspeln. Und das Ganze machen wir wieder so, dass wir mit der Sahne beginnen zu schlagen. Da geben wir unser Sahnesteif dazu und wenn wir das jetzt alles wieder zusammenmixen, zeigen wir gleich. Thank you.
Den Dörrenguss kocht ihr nach Backungsanweisung und gebt den dann über die Erdbeeren drüber. Jetzt noch in der Pfanne ein paar Mandeln und ein paar gehackte Nüsse anrösten und über den Kuchen geben. Und dann könnt ihr ihn so verzieren, wie ihr möchtet. Ihr müsst es aber auch nicht drauf tun, ihr könnt ihn auch so servieren. Je nachdem, was für einen Arbeitsaufwand ihr betreiben wollt. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Einschalten, fürs Zuschauen und fürs Abonnieren. Das ist jetzt unser schokoladiger Erdbeerkuchen. Das Rezept stelle ich euch wie immer in die Infobox und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, eure Mimi und Wessi.